glatt ist, damit man sich nicht verletzen kann. Also im Zweifelsfall mal kurz drüber schleifen. Ansonsten kann jeder mitmachen, auch Leute, die noch einen Stock in der Hand gehabt haben. Das fangen an mit Vorübungen, Basisbewegungen und leichten Aikido-Techniken, die auch verbinden werden. Und was ihr versucht mitzumachen, das geht ruhig machen. Und was vielleicht schwierig ist, ist dann am Anfang auch nicht schlimm. Wir beginnen wie immer mit dem Training, mit dem Vermeiden. Und jetzt die Stopfung in den Händen halten, Daumen zeigen zueinander, Füße hüftweit oder breiter. Und entspannt stehen, den Atem spüren. Mit dem nächsten Einatmen die Arme heben, den Griff ruhig öffnen und vom kleinen Finger her wieder schließen. Einatmen und aus. Mit eurem Rhythmus bewegen. Stock in einer Hand halten, die Seite bringen, so auch den aufstoßen, Füße zusammen und Hüfte ein bisschen reißen. Und dann in die Hocke gehen, in Hand an, Hände einfach beide am Stock haben. Spüren, wie sich der untere Rücken gut dehnt. Wenn es geht, bleiben die Fußsohlen am Boden. Wenn es nicht geht, kann man einfach auf die Zehen ballen. Wir machen was für die Füße jetzt. Der eine Fuß wird aufstehen, auf dem anderen Fuß sicher stehen und dann ein bisschen hin und her rollen, dass die ganze Fußsohle massiert wird. So viel Gewicht reingeben, wie sich das jetzt für euch gut anfühlt. Oberkörper nach vorne ausgerichtet bleiben und Blick. Auch nicht überdrehen jetzt im Stock, nur so weit gehen, dass er Verbindung zum Zentrum noch gut spürt.
nah am Körper lang führen, also nicht jetzt weit zur Seite auslenken. Damit auch oben Thank you.
bleiben sollen etwa auf einer Linie. Also das heißt, ich bewege nicht im Raum, das wäre auch möglich, aber ihr solltet, wenn ihr zu Hause seid, auch am besten an einer Stelle Bewegung machen. Und hier einfach den richtigen Moment spüren, wo man in der Bewegung reingreift und ihr einfach weiter fließen kann und ihr habt die Seite gewechselt. Auch mal länger auf einer Seite wieder bleiben, also das auch möglich. Den Single machen, den Wechsel. Und dann, wenn ihr die Griffsicherheit ein bisschen testen wollt, dann ruhig einfach auch mal öfter wechseln. Sachen, die man ein bisschen beachten muss. Und ich mache jetzt als nächstes meine Bewegung. Das heißt, ich würde jetzt hier von der Seite wieder angreifen wollen. Ich gehe mal mit der oberen Hand ein bisschen weiter runter am Stock. Jetzt ist
Hände unterstützen dann diesen Kollegen hier von der Seite praktisch. Ich mache jetzt mal eine Verbindung von diesen drei Bewegungen. Also stoßen, schützen, von der Seite angreifen. Das würde auch heißen, Schultern zucken, Angriff, schützen, Lokomotiv. Ich mache jetzt mal eine Kata-Form. Das heißt, es ist eine Verbindung von mehreren verschiedenen Stockbewegungen. Und die ist etwas länger, das kann man dann auch gut alleine machen. Jetzt zeige ich es auch noch von der anderen Seite. Es waren jetzt insgesamt 25 Bewegungen. Es ging auch in zwei Richtungen im Raum. Ich habe an sich auch Schritte dazu gemacht, um mich zu bewegen. Wenn man daheim gibt, kann man das natürlich mehr am Platz auch lassen. Und das muss man einfach immer gucken, wie die Umgebung ist und was man üben will. Es sind verschiedene flexible Sachen möglich. Die ersten fünf Bewegungen von dieser Kata, das war praktisch das, was wir gemacht haben. Wiederholt sich nochmal, so zieh hier, wir haben die Linie zurück und stoß nochmal. 3, 4 und 5. Und jetzt ist das Angreifen von der Seite. Und da kommt eine Bewegung, auf die gehe ich nicht näher ein. Das ist nochmal ein Angreifen von der Seite ohne Handwechsel. Leicht Zeit versetzt, also ich bewege mich gleichzeitig nicht auf den Fersen oder auf den Zehen rein, sondern das ist ein Fuß, und damit bewege ich mich näher. Und dann ziehe ich auch diese Arm hier in die Richtung, dann stehe ich so. Und ich zeige jetzt mal so von hinten. Also, ich würde so dastehen, der Stock bewegt sich nicht so und auch nicht so, sondern so leicht schräg, dadurch kommt auch eine gewisse Beschleunigung rein, wenn der Arm hinzieht. Und die Idee ist, wenn ich nach hinten schaue und dann über jemand anderen, dass ich das wegschlagen kann. Das heißt, ich würde an sich über den Punkt hier rausgehen. Wenn man das alleine übt, bleibt man eher gleich so in der Richtung. Und auch wenn ich wirklich jemand schwer in einen anderen Stock hier wegschlagen würde, würde ich sofort natürlich wieder mich in diese Richtung zurückorientieren und weiter angreifen können. Aber wenn man alleine, wie gesagt, also dann reicht es, wenn man das so macht. So. Jetzt stehe ich wieder so, wie am Anfang.
vorne. Und jetzt mache ich einfach diese Stoßenmatte zu. Ich zeige es jetzt auch nochmal von vorne und zähle nochmal langsam mit. Und das einfach die Verbindung durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dieses nach hinten drehen, das wäre jetzt Nummer 7. Und 8 nochmal stoßen. Und von hier aus mache ich jetzt dann mal weiter. Käme zwei Bewegungen, gucken wir mir nicht genau an. Dieses Joko mit unserer Hand wechseln. Dann stehe ich so und orientiere mich wieder nach hinten. Ohne dass ich mich sonst gedreht habe. Automatisch nach unten, wenn ich hier loslasse. Wenn ich ihn halte, macht er das nicht. Ne? Und deswegen auch wichtig, die Moin hier das Handgelenk, die Bewegung machen lassen, zulassen und hier auffangen. Dabei drehe ich mich dann. Das muss man natürlich auch ein bisschen üben, dass man nicht daneben greift. Also stoßen, drehen, hier auffangen. Und dann stoße ich nochmal in die Richtung des Umgelöst der Beine, wenn es dann nur zurück. Ich zeige es nochmal einmal und dann ist Nummer 12 auch nochmal andersrum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, das war jetzt praktisch die Hälfte von dieser Kata, wo ich auf ein paar Einzelheiten ein bisschen eingegangen bin. Die andere Hälfte machen wir jetzt heute mal nicht. Also ich habe vor, da noch ein anderes Video dazu zu machen, aber diese Hälfte beantworten.